Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, hier auf dem Kanal Opaspiel zu einer neuen Aufnahme. Ja, die Stimme ist mal wieder nicht so besonders heute, aber ich hoffe, das wird noch wieder während im Laufe der Aufnahme. So. Erstmal alles hier zurechtlegen. Wunderbar, alles läuft. Klasse. So, was mache ich heute? So. Wenn ich essen will, schlage ich erstmal mit dem Stick auf die Wand hier. Ach, Rex, hast Hunger. Dir geht's aber gut, ne? Was hatte ich gesagt? Hundehütte. Nein, ich mache heute was anderes. Und zwar möchte ich einen Eingang bauen. Der steht ja, glaube ich, auch hier oben in meiner To-Do-Liste. Mal gucken, hatte ich das aufgeschrieben oder... Eingang, da, ja. Machen wir das mal. Dazu brauche ich also Haupteingang hier in diesen Gebäudekomplex. Fahren wir erstmal ins Lager. Was brauche ich denn? Ich brauche Glas. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich hätte zwei Stacks hier. Und zwar Glasblöcke, das ist schon ganz richtig. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen da so ein paar Farbakzente reinsetzen. Was haben wir denn für Farben? Wo habe ich denn die Farben? Habe ich da ohne Sätze? Violett. Violett habe ich. Das ist violettes Glas. So sieht das aus. Aha. So, dann müssten wir mal gucken, dass man so ein bisschen violett... Ach Gott, wie mache ich denn das? Noch mehr Violett? Das ist gut. Wie mache ich eigentlich die Farbe, mein Gottchen? Da muss ich nochmal nachgucken, dass ich mal so eine ganze Batterie farben. So, wie ging das jetzt? Also, ich mache hier ein Ding rein und so. Nein, das wäre Verschwendung von Farbstoff. Also, es ist genau andersrum. Ein Ding rein und sechs rum, oder? Richtig, genau. 8 mal 18, 64. Machen wir mal ein Stick. Violette Gläser. Das sollte alle mal reichen. Für den Eingang. Für den Eingang brauchen wir eine Tür. Oder am besten zwei. Da haben wir jetzt keine Tür, keine Tropenholztür, eine Birkentür da, ja. Birken haben wir eh genug. Das heißt, da könnten wir auch... Ja, wir müssen nachher noch Hölzer haben. Das ist wahr. So, Fichtenholztür. Was ist denn eine schöne repräsentative Tür, sagte mal. Die Opa-Tür. Die Schwarzeichentür sieht gut aus. Nehmen wir die mal. So, und dann brauche ich Steinziegel. Und zwar eine ganze Menge. Haben wir dann noch Cleanstone? Jawohl, haben wir noch. So, dann nehmen wir mal hier so ein paar Sticks Cleanstone mit. Ich brauche dann also Steinziegel.
und Steinziegeltreppen. Vor allen Dingen. Dann machen wir hier erstmal Steinziegel davon. Ja, könnte schon sein, dass das reicht. Ja, da können wir auch eine ganze Menge von brauchen. Wart, mehr gibt's da nicht. Naja. Okay, machen wir das mal so. Wie gibt's denn eigentlich diese gemusterten Dinger? Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Kann man die bauen oder gibt es die nur zum Finden? Wollen wir mal gucken, das waren diese da. Ob man die vielleicht da draus machen kann, so wie man auch die andere Art von Sandstein. Ja, genau. Super. So, das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Die habe ich viel zu wenig benutzt. Ich meine, das sieht ja gut aus. Der gute Amiga Link hatte ja in seinem Haus. Und die sehen ja richtig schick aus. Und da dachte ich mir, da musst du auch mal verbauen. Ich weiß jetzt noch nicht genau wo. Aber irgendwo schon. So. Läuft alles? Jawohl. So, 7 Minuten. Dann gehen wir mal zur Baustelle. Das ist ja nicht so weit weg. Also ich bin immer versucht, hier runter zu gehen. Für die Leute, die das noch nicht wissen. Hier war früher die Treppe runter, bevor ich das umgebaut hatte. Da ging also die Treppe dann hier runter und kam dann direkt zum Gleis. Aber ich wollte ja diesen Platz freischaufeln hier für den Wartesaal und den Durchgang hier zum Restaurant, zum lachenden, zum grunzenden Wildschwein. So. Fahren wir mal wieder zurück. Eingang. Ja, wo kommt denn der Eingang hin? Da zeige ich euch gleich. Da müssen wir nämlich ganz runter. Das können auch hier gehen. Den Express-Schacht. So, und hier sind wir jetzt. Ich möchte gern hier den Eingang machen. Das heißt, wir werden von hier angefangen. Hier werden also dann Wände gebaut. Einmal hier durch. Habe ich genug Fackeln dabei? Jo. So. Wo sind denn jetzt die? Da sind sie. Die Erdestücke hingefallen. Musik wollte ich ja auch noch anmachen. So, machen wir erstmal hier Licht rein. Ach, hier ist er schon. So. Okay, da ist schon weg. Wie breit machen wir das? Müssen wir mal gucken. Soll ja ein repräsentativer Eingang sein. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Musik hatte ich gesagt. Ne? Machen wir mal Musik an. Wo ist es denn? So. Ist eigentlich die Lautstärke hier? Nee. Da. Musik, Gesamtlautstärke. Okay, ist in Ordnung.
So, das wird der Eingang. Oder for our English speaking. For the English speaking. People who watch this video, this will be the entrance here. The entrance. Entrance? Also Eingang. Und da habe ich mir überlegt, mache ich so einen Eingang wie zum Beispiel so in der Struktur, also wie es vor manchen Kirchen so ist, ja. Dass man alles so ein bisschen gestuft hat nach hinten. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was ich gerade denke. Und ich mache das dann einfach mal. Mal sehen, ob wir damit fertig werden jetzt hier in den 2 Stunden, die ich mir vorgenommen habe. Können wir schon schlafen wieder? Ich glaube, es geht bald. So, dann hauen wir mal hier die Wand frei. Das kann dann so eine Art Basiswand werden hier. Und jetzt können wir uns hinlegen, denke ich mal. Na komm her.